Ja, jetzt geht es darum, eure Fragen zu beantworten, die ihr auch hier im Saal habt. Ich habe unterdessen ganze Haufen Fragen bekommen über den Chat. Herzlichen Dank. Aber wir starten mal mit dem Saal. Ihr habt uns lange zugelassen. Sagt doch, was euch beschäftigt, was ihr wollt wissen von diesen Herren. Bitte schön. Ja, laut und deutlich. Ja. 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 Habt ihr es verstanden dort hin? Wir haben leider kein Mikrofon. Ich probiere zusammenzufassen. Ihr habt ganz viele Sachen gesehen. Zuerst einmal die Frage, wieso werden Holzheizungen runtergemacht von den Energieberatern, wenn das stimmt, und es sind nur noch Wärmepumpen in. Also für das ist jetzt ja der Walter Schild da, dass das ändert, nehme ich an, oder? Merci vielmals. Es ist natürlich so, dass man vor allem schauen sollte, dass man möglichst wenig Energie braucht. Und das braucht natürlich auch Elektrizität. Und das muss ich jetzt gleich sagen. Es ist natürlich so, dass ich dann einfach ändern, ein bisschen Hemmungen habe, insbesondere von Holzenergie her, auf die Wärmepumpe zu gehen. Mhm. Irgendwie müssen wir dann im Winter den Strom an einen Ort hernehmen. Und dann macht es Sinn, dass man mindestens prüft, Stichwort Winterstromlücke. Ist das so? Habt ihr die Erfahrung auch gemacht, dass Charlie Feutz, das ist der Energieberater, oder? Ja. Dass man da ein bisschen sagt, ja, nehmen wir gescheitere Wärmepumpe statt der Holzheizung, oder? Es ist zum Teil, stelle ich fest, es ist die einfachste Lösung. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Tools brauche, die ich über Energie Schweiz oder Impuls Beratung erneuerbar heizen, darauf werden nachher die Systeme miteinander verglichen. Und ein ganz wichtiger Faktor ist, wie ist der Zustand des Gebäudes, wie hoch ist der Energiebedarf, wie ist die Gebäudehülle, ist die gut gedämmt, haben wir da gute Isolation, neuere Fenster. Und da bin ich natürlich, wenn ich ein älteres Haus habe mit einer schlechten Dämmung, bin ich mit einer Holz- oder Feuerung logischerweise mit einer Flamme besser gestellt als mit einer Wärmepumpe. Mhm. Aber es kommt darauf an, aber eigentlich sollte der Berater beides machen. Eigentlich müssen wir, wenn man es seriös machen, wirklich beim Kunden vorgehen. Und die, Herr Fellmann, die Frage geht wahrscheinlich auch euch die Kombination Warmwasser-Holzheizung, wenn ich das richtig verstanden. Ja, genau. Macht durchaus Sinn. Das beweist ja, was ihr sagt, oder? Es ist bei der thermischen Solaranlage einfach wichtig, von Auslegung her, dass man sie nicht allzu gross auslegt. Weil sonst haben wir im Sommer, wenn so schöne Tage sind wie hier und nicht Energie gebraucht wird, dann geht die Stagnation und das Material leidet. Aber wenn das richtig ausgelegt ist, und das ist der Vorteil bei der Holzführung, wo wir ja grossen Speicher haben dazu, wo wir sonst für das Holz brauchen, dann können wir sehr viel Sonnenenergie dort drinnen speichern und mindestens das Warmwasser im Sommer ganz sicher zu einem grossen Teil abdecken und in der Übergangszeit sogar vielleicht ein bisschen Heizungsunterstützung machen, je nach dem System, das man dann auslegt. Aber auch, wenn jetzt jemand sagt, ich will nicht eine thermische Anlage, sondern eine PV-Anlage, die er Strom erzeugt, auch das kann man heute geschickt in so ein Holz,
Heizungskonzept einbinden, dass man im Sommer nicht muss feuern, sondern mit dem Strom vom Dach das Warmwasser aufheizen kann. Es ist sowieso gescheit, habe ich einfach gelernt, wenn man die verschiedenen PV-Anlagen, Heizung, wie auch immer das Wärmepumpe oder Holzheizung ist, miteinander kombiniert. Killenglocken läuten so schön zu Bild. Darum habe ich eine Frage für euch, Herr Schantroch, Martin Roth. Das ist eine Bauperfrage. Wann kann an der Dorfstraße in Belp mit Nahwärme gerechnet werden? Das ist ja gerade hier um den Ecken oder Dorfstraße. Ja, genau. Also man hat es gesehen bei mir auf der Übersicht. Das Dorf ist eigentlich voll ausgeschöpft. Was jetzt noch neu rankommt nächstes Jahr, ist eben die Dorfkirche mit einigen Liegenschaften, die Kirche selber nicht. Dorfstraße ist im Moment nicht Thema, weil wir einfach die Kapazität nicht haben, dort erschließen zu können. Mhm. Also Herr Roth, geht nichts vorläufig. Das ist eine Frage, die von daheim gekommen ist. Frage von Richard Krenko. Letzten Winter gab es Lieferengpässe bei den Pellets. Wie sieht die künftige Versorgungssicherheit aus? Auch gerade für diesen Winter. Wie sieht das aus? Weiss das jemand? Kannst du schon etwas dazu sagen? Ja, es ist zu Engpässen gekommen. Nach unserem Wissen und auch von den Branchenverbänden hat niemand kalt gehabt letzten Winter. Aber man hat natürlich auf das reagiert und die Pro-Pellets, Holzenergie Schweiz, ist riesig dran, das zu verbessern, die Versorgungssicherheit. Mhm. Und dort ist der Aufruf, den unser Präsident Walter Schild hat gemacht, ist das einzige Richtige. Die Pellet-Anlagen haben, füllen jetzt den Keller. Füllen. Auch wenn er nur halb voll ist und das noch längt, füllen ihn. Füllen. Weil das Problem ist nicht unbedingt die Produktion, sondern die Lagerkapazität. Wenn jetzt niemand Pellets will, oder erst im Winter, oder bestellt, wenn es kalt wird, dann können wir zu wenig zwischenlagern. Es gibt leider keine Pflichtlager noch, so wie bei anderen Brennstoffen. Da ist man dran, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet werden kann. Mhm. Es gibt im Moment so zwei Szenarien. Man geht davon aus, dass auch der Winter nicht mehr kalte Füße sollte haben. Gut, aber also, es muss jedem mithelfen. Gut, Strom sparen, oder? Und ein bisschen weniger heizen. Energie sparen, ja. Genau. Es gibt ein paar Fragen zum Thema Abgasvorschriften. Die von Hans-Rudolf Signer ist eine, die Abgasvorschriften für Holzheizungen sind verschärft worden. Nun werden alle Holzfeuerungen alle 4 Jahre gemessen. Das ist ein weiterer Kostentreiber. Jede Messung kostet mehr als 300 Stutz. Und sowieso bei Pelletheizungen, tut Beat Bützer von Latterbach noch fragen, werden Pelletheizungen in der Zukunft in Deutschland aufgrund des Feinstaubs verboten? Also wie sieht das aus mit diesen Abgasgeschichten? Also abgasmässig, die Anlagen werden gemessen, jetzt auch im Kanton Bern. Das ist gesamtschweizerisch, ist das Pflicht, in den Kantonen den Auftrag bekommen, diese Messungen durchzuführen. Im Kanton Bern ist es so, dass wir das jetzt noch nicht gerade verboten haben, sondern dass wir so im ersten Durchgang anfangen, auch sagen, hey, es ist nicht gut, da muss man etwas machen. Und ich habe festgestellt, dass man halt viel Holzheizungen über Jahre hat betrieben, ohne dass man einen Service durch eine Heizungsfirma hat nachher machen oder Hersteller. Aber ich jetzt eben, wenn man das muss, das ist Thema Wartung oder? Und Abgasmessung, genau. Und so, ja. Dann wird es halt gleich ein bisschen teuer. Das muss man mit den Wärmepumpen nicht machen, sagen ja. Wir. Ja, jein. Es braucht sicher auch ein bisschen Service dort noch. Also zum Wärme, zum Feinstaub sage ich gerne noch etwas. Wir, seit den 90er Jahren hat es 70% mehr Holzheizungen gegeben und zugleich ist der Feinstaubanteil 70% zurückgegangen. Also moderne Feuerungen ist das kein Thema mehr. Mhm. Es sind die alten, die kleinen Feuerungen, die Schmine, wo es einfach direkt rausgeht. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und dort hier muss man noch ein bisschen dranbleiben. Und darf ich noch etwas Kurzes zur Frage, die der Herr hatte? Der Tinger wegen den Wärmepumpen. Ich hätte eigentlich einen Wunsch an den Kanton. Wenn man Beiträge gibt für Wärmepumpen, macht es noch Sinn, wenn man noch gerade einen Energienachweis würde verlangen. Entweder kommt es vom eigenen Dach oder man kauft ein Zertifikat von einer Anlage. Von PV-Anlagen von einem anderen. Also, dass man die Energie selber produziert, genau, oder den Strom selber auch, produziert. Das ja, ihr könnt ja das eingeben, hier im Grossrat, oder? Dass da etwas geht. Oder? Ja. Gut, weitere Frage aus dem Saal. Wir nehmen zuerst euch.
Für die daheim, die Frage jetzt nicht verstanden haben, ich schnell übersetzen, wenn man eine Ölheizung durch eine Pelletheizung ersetzt, was macht man eigentlich? Muss man ein neues Chemie haben? Was muss man da alles machen? Also, ich schaue diese Seite an. Ist das die richtige? Hey? Also meistens ist es so, dass bei einer bestehenden Ölheizung das Chemie sicher sollte saniert werden. Das heisst, man kann in das bestehende Chemie ein Rohr einführen. Muss unter Umständen, wenn das Ölheizsystem schon so eine Sanierung hat, eventuell das Chemie rausreißen und ein anderes rein tun. Weil es ist wichtig, dass die dicht sind, weil sonst hat man ein paar Jahre nach Inbetriebnahme die ersten Probleme. Mhm. Gut, danke vielmals. Eine Frage von euch, bitte schön. Ich habe zwei Fragen. Hey, Liebe Josef. Fehlmann. Der Herr Liebe Fehlmann. Das ist gut, wir nehmen die Frage gerade, Herr Fehlmann. Nein, die Temperatur geht nicht verloren, oder die Energie. Aber es wird natürlich auch wieder abgemischt. So wie jetzt euer Elektrospeicher aufgeheizt wird in der Nacht, über höher, wenn er an eure Temperatur ist, die ihr braucht für die Fußbodenheizung, habt ihr einen Mischer, der das abmischt auf die 35, 40 Grad. Wenn ihr jetzt eine Holzfeuerung rein tut, dann tut ihr auch wieder mit der Holzfeuerung den Speicher aufheizen und ab dem Speicher auch wieder mit dieser Temperatur in die Fußbodenheizung fahren, die ihr schlussendlich braucht. Also das wird abgemischt auf die 40 Grad. Und das ist einfach vom physikalischen Prozess, kommen wir halt irgendwo mit 75 Grad zu dieser Holzfeuerung aus. Das ist meistens bei einem Stück Holzfeuerung gut, weil dann kann ich nämlich den Speicher laden auf eine hohe Temperatur und kann dann sehr lange die Wärme daraus ziehen, bis ich dann wieder feuern muss. Bei einer Pelletheizung ist das ein bisschen anders geregelt. Dort tut man eigentlich nicht den Speicher ganz aufheizen, sondern probiert immer so viel Energie zu erzeugen, wie das Haus sogar braucht, dass man lange Laufzeiten hat. So, die Entladung ist genau gleich, wie ihr sie jetzt so habt. Ich komme dann gerade mit eurer zweiten Frage. Ich nehme hier schnell etwas dazwischen, wenn ihr mir erlaubt. Der Manfred Lempen, der sagt irgendwie, wahrscheinlich kommt er nicht mehr so draus, was es jetzt so alles gibt, neutrale Beurteilung der verschiedenen Kombi-Heizkessel, Stückholz, Holz, Pellets kombiniert mit Sonnenkollektoren für Warmwasser und alles miteinander. Wo kann er sich neutral informieren? Gibt es das? Ja. Gute Frage. Beim Energieberater, oder? Das ich würde sicher erst bei einem Energieberater dargehen und die verschiedenen Systeme miteinander vergleichen. Mhm. Und meistens irgendwann eins, ohne mich hat ganz viel Führungs da hinten rechts, kann man sich für ein System entscheiden. Ja. Aber die Kombinationen, aber so eins, so ein Hybridsystem, ist sicher sinnvoll. Mhm. Und ja, aber eine Energieberatung eventuell sicher auch noch seriös und super abzuklären, ja. Genau, und die Offerte kann ja dann immer der Herr Liebe Fehlmann machen, oder? Schlussendlich. Genau. Gut, jetzt eure Frage noch. Ja, ich habe eine Frage. Schmidt, ja. Also, für die daheim, die das nicht recht verstanden haben, wie ist das mit dem Wald von privaten Waldbesitzern? Da sieht man ja Verschiedenes. Wird das eigentlich auch kontrolliert durch Kantonsförster? Keine Ahnung, wer dort schaut. Schaut man dann auf die Finger, der Privaten?
Ja, in der Schweiz hat es ganz viel, was die anderen auf die Finger schauen. Aber, nein, ich denke, was wichtig ist, ist, dass es klare Regeln gibt für die Waldbewirtschaftung, aber was es nicht gibt, ist eine Bewirtschaftungspflicht. Also das heisst, natürlich appellieren wir an die Waldbesitzer, den Wald zu pflegen und zu nutzen, aber es ist nicht, Bewirtschaftung ist Sache vom Eigentümer, es besteht keine Bewirtschaftungspflicht. Nur in ganz speziellen Fällen, wenn es um Schutz vor Naturgefahren gibt, können wir eine Bewirtschaftung verfügen. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, wenn man die Bewirtschaftung macht, dann soll die Natur noch sein. Also das heisst, letztendlich ist die Vielfalt, vielleicht auch die Vielfalt, die aus dem, zum Teil aus dem klein parzellierten Eigentum ergibt, ist letztlich auch eine Stärke. Natürlich gibt es Leute, die eine Präferenz haben auf sauber aufgeräumten Wald mit wenig Äste oder Totholz am Boden. Auf der anderen Seite ist ganz klar, das gehört eben auch dazu. Also das heisst, gerade auch für, wenn wir Biodiversität ansprechen, für spezielle Artengruppen, ist aber wichtig, dass es Totholz hat. Es ist so, die Bewirtschaftung ist recht individuell, pro Revier durch den Förster beraten, aber der Entscheid liegt letztlich beim Eigentümer. Mhm. Danke vielmals. Wir haben wieder, ich komme wieder zu den Schadstoffen zurück, Charlie Feutz. Wie können bei Holzheizungen, das ist eine Frage von Flavia Gut, von Bettelkinder, wie können bei Holzheizungen sämtliche Schadstoffe, welche durch das Verbrennen entstehen, herausgefiltert werden? Gibt es da so einen Wunderfilter, den man rein tun kann? Also, einen Wunderfilter gibt es nicht. Es gibt Faktoren, die ich als Betreiberin oder Betreiber von dieser Anlage machen kann. Das ist das Erste, richtig, der richtige Brennstoff, die richtige Stückgröße, der muss trocken sein und ich muss dem Feuer wirklich dazu lassen. Wenn ich eine vollautomatische Führung habe, wird das alles zusammen gesteuert und geregelt und dann ist das nicht so ein Problem, aber einfach ich als Person kann, oder Betreiberin, Betreiber kann viel schon dazu tun. Mhm. Dann gibt es noch Elektrofilter, die ich nachträglich einbauen kann, die sind auch so im Kostenpunkt nicht so teuer und die haben schon einen recht hohen Abscheidungsgrad, vor allem vom Feinstaub. Mhm. Gut, ich war noch gerade am Lesen von der nächsten Frage. Es geht um CO2. Mhm. Ihr sagt, dass Holzverbrennen CO2-neutral sei, aber wie ist das möglich? Beim Verbrennen wird doch das gebundene CO2 wieder in die Atmosphäre freigegeben. Eine Frage von Thorsten Frick von Bern. Ist das eine für euch? Ja, also das ist natürlich korrekt. Das CO2, das bei der Photosynthese im Bäumen ist gebunden, das wird zu dem Zeitpunkt, wo er verrottet im Wald, oder zu dem Zeitpunkt, wo man das Holz verbrennt, wird das wieder freigesetzt. Im Unterschied zum fossilen CO2, das man aus dem Boden rausnimmt, das da gelagert war und nachher wirklich freigesetzt wird, wird aber die CO2 halt kompensiert. Und zwar eigentlich in zweierlei Hinsicht. Zum einen, der natürliche Prozess von der Verrottung würde es auch freisetzen. Und zum zweiten, weil wir gehen davon aus, dass wir den Wald und den Holzvorrat insgesamt halten. Das heisst, es wird euch wieder eingelagert durch den Zuwachs, der im Wald läuft und stattfindet. Aber es ist eigentlich nur CO2-frei, wenn man es wieder nachwachsen lässt. Dann wird es erst klimaneutral eigentlich. Oder? Genau, also die Abholzung von Wäldern im grossen Stil, das ist sehr zu bedauern. Das ist tatsächlich Freisetzung von, also Abholzung ohne aber wieder noch, so neu aufzuwachsen. Für die Freisetzung von CO2. Und man hat ja auch gelesen, die Studie von der ETH, die sagen, wenn man weiß, wie viele Milliarden Hektar zusätzlich würde aufforsten, dann würde man so einen Beitrag leisten an die CO2-Bilanz. Also das ist klar, letztendlich ist die Erhaltung vom Wald und von dem ständig pumpenden CO2-Speicher halt sehr wichtig. Das machen wir euch. Danke vielmals. Wir nehmen gerne noch Fragen aus dem Saal. Ich wollte schon fragen, ob ihr zufrieden seid mit eurer Holzheizung, die ihr habt. Aber wir nehmen zuerst noch eine Frage. Bitte schön. Ich hätte eine ganz simple, einfache Frage. Wie viel bringt ihr von diesem Förderbeitrag das letzte Mal bekommen? Hier fehlt irgendwann die Steuerverwaltung. Ja, also die Frage ist, wie viel vom Förderbeitrag oder von den Beiträgen, die wir gesehen haben, bleiben dann schlussendlich noch im Portemonnaie? Es fehlt hier im Ecken nur die Steuerverwaltung, die auch bauen noch etwas will. Also. Bringt es überhaupt etwas, die Fördergelder, oder muss man sie ja dann gleich wieder abgeben? Ja, merci.
Das ist natürlich immer ein bisschen eine Güterabwägung, oder, mit diesen Fördergeldern. Eigentlich wäre es ja schön, wir könnten es ohne machen. Aber das eine ist, dass viele nicht die Möglichkeit haben, so umweltgerechte Anlagen zu installieren. Und das andere ist, dass man sie eben fördern will. Und jetzt ist das, insbesondere im Kanton, ist das immer ein bisschen, da ziehen alle ein bisschen am Tisch durch. Und das ist ja vor allem vor einem Jahr im April, also vor einem Jahr, wo es mal ein Schnitt war mit diesen Beiträgen. Und jetzt gewissen, in gewissen Anlagen werden nicht mehr subventioniert oder schlichtweg sein, weil einfach das Geld nicht vorhanden war. Zumal sie einfach die 70 Millionen sind gebraucht und nein, sie müssen es nicht machen. Dann hat man gesagt, das geht doch gar nicht, oder? Jetzt haben wir Vorstöße gehabt, wir sind durchgekommen damit, wir haben das beschlossen, oder? Eine weisungsbindende Motion, auf das Mal ist es nicht mehr. Und nachher ist man wieder reich mit der Finanzmotion, die Finanzkommission hat das zweckgebracht. Und hat wieder etwas auf die Beine gestellt. Und die braucht es natürlich eine Mehrheit im Rat, die eben sagt, mal, wir wollen es fördern, aber der Kanton kann nicht mehr geben, wenn er das einfach beschlossen ist und das Steuergelder bereit sind. Dort. Aber es ist eigentlich ein Anreiz, oder? Viel, also, vor allem. Wenn man ja schaut, was es kostet, eine Heizung, ja. Und wie viel das es gibt und wie viel das man dann noch abgibt und noch Charlie Feutz gibt fürs Reinigen, oder? Da ist am Schluss nicht mehr viel rum. Also, je nachdem bleibt am Schluss nicht die 3'000 oder 6'000 Franken, das hat der Richtige bemerkt. Jetzt, wenn ihr Holz-Holzersatz macht, müsst ihr das auch eingeben über das Portal vom Kanton. Was ihr dort machen müsst, ist ein GEAK noch. Dort kommen eigentlich die Kosten vom GEAK weg. Da bleibt man am Schluss irgendwo 2'500 Franken, je nachdem wie teuer es der GEAK ist, wie aufwendig es das Gebäude ist. Gebäude aus weisser Kantone, genau. Wenn ihr jetzt Öl mit Holz, wo ihr 6'000 Franken bekommt, dort bleibt natürlich entsprechend mehr, aber auch dort, der GEAK muss gemacht werden, ganz Formular-Dschungel, wenn man dem so darf sagen, muss jemand bearbeiten. Mhm. Also es bleiben nicht effektiv die 6'000 oder 3'000 Franken. Das ist aber jetzt auch bei einer kleinen Anlage. Je grösser die Anlage wird, dass es ein Mehrfamilienhaus ist, eine Überbauung und so weiter, dann gehen die Fördergelder sofort relativ stark auf. Und dort gibt es dann auch noch andere Fördersysteme. Energiezukunft Schweiz zum Beispiel, die sehr ein gutes hat, was Holzführung anbelangt. Dort sind auch die Rahmenbedingungen ein bisschen anders als beim Kanton. Tut mich dort wirklich gut informieren, welches ist für mein Haus, für meine Grösse und für meine Gemeinde die beste Förderbedingung, oder wo bekommt ihr am meisten Geld? Beat Bützer von Latterbach geht in die gleiche Richtung. Kann man zeitnah mit einer höheren Förderung aufgrund der CO2-Ziele im Kanton Bern rechnen? Walter Schild. Der Kanton hat ja einen Haufen Geld, da könnt ihr ja etwas schütten. Das sehe ich nicht ganz alle gleich. Ja. Ja, ich denke, das ist einfach ein bisschen Schritt für Schritt. Und jetzt ist ja eine Motion überwiesen worden, dass der Kanton tut. Das sein Konzept erarbeiten, wie ich das Klimaziel erreichen will. Und ich hoffe, dass dort auch etwas drin ist nachher. Aber wie gesagt, das ziehen alle ein bisschen am Tisch durch vom Geld. Und das ist ein bisschen schwierig. Es ist sowieso nicht schlau zum Warten, oder? Man muss jetzt das angehen. Das ist sowieso noch eine Frage, die ich habe. Wenn man jetzt sagt, okay, jetzt lasse ich Energieberater kommen, mache den GEAK-Nachweis zum Beispiel. Wann habe ich denn die Anlage installiert? Oder man weiss, dass bei PV-Anlagen, bei Wärmepumpen, dass es Lieferengpässe gibt oder Fachkräftemangel, dass gar niemand da ist, um die Anlage zu montieren. Was rechnen wir für eine Holzheizung? Ja, kommt wirklich darauf ab, was ist vorhanden, was ist da. Die Leute zu finden, es zu installieren, ist wirklich ein grosses Thema. Und sind die Anlagen überhaupt lieferbar? Bei PV-Anlagen habe ich an Swissbau dieses Jahr gehört, vom grössten Lieferanten der Schweiz, dass sie bis nächstes Jahr schon Liefertermine haben bei den Nahprodukten. Und das ist sicher ein Thema. Das ist eine Verzögerung, weil natürlich die Energiewende auch noch ein bisschen verlangsamt. Oder? Also es kommt noch darauf an, was gemeint ist. Oder? Wenn es zum Beispiel ein Wärmeverbund ist und vielleicht sogar noch in der Landwirtschaftszone ist, dann kann es dann gut und gerne 3 Jahre gehen. Und zwar bis man eine Bewilligung hat. Oder? Und das ist jetzt bei der Überarbeitung vom RPG, hofft man, dass dort eine gewisse Lockerung stattfindet,
damit das eben dort, wo die Anschlussdichte gegeben ist, auch ein bisschen besser darauf eingegangen werden kann. Das sind ganz schwierige Aber Prozesse. Umso mehr muss man heute verhandeln oder? Und, oder abklären, für dass man dann in gleich ein bisschen nützlicher Frist eine Lösung hat. Der Hans-Rudolf Signer hat noch geschrieben, der Ersatz einer Heizung sollte innerhalb einer Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung von Wärmedämmmaßnahmen geplant werden. Das geht in die gleiche Richtung. Das wäre auch sowieso nicht genau, oder? Ja. Sinnvoll, oder? Gut. Weitere Fragen noch von euch hier im Saal? Bis wir alle dann verschwitzt sind. Ja, bitteschön. Ja, Sie können es mir sicher mal zukommen. Ich will nur schnell übersetzen. Da ist eine Frau im Saal, für die daheim, dass ihr etwas mitbekommt, die Interesse hat, sich anzuschliessen am Nahwärmeverbund. Mhm. Ist sie in der Nähe? Das ist eben das Projekt, was wir vorhin schon erwähnt haben, das dritte, was so ein bisschen zäh ist im Moment. Erste Kundin? Ja, wir hätten schon mehr Kunden, aber wir haben das Problem, dass das Schulhaus noch steht, dort wo das neue Schulhaus hinkommen soll, mit der Zentrale. Und Sie können es mir gern mal zukommen lassen. Ich sammle das etwas, aber ich sage, Zeitraum wird eher 26 und später. Also, Also empfehlen Sie denen jetzt eine Hautsetzung reinzutun, unterdessen oder zu warten? Also wenn Sie warten können, sind wir natürlich dankbar, wenn Sie warten. Aber ich kann es verstehen, wenn Sie nach Alternativen sich umschauen. Es kommt auf die Situation drauf an. Ich weiß nicht, was im Moment drin ist. Danke, hast du noch eine Frage gehabt, hängen dran gerade? Ja, wie lange ist die Lebensdauer von einem Holzheizsystem? Grundsätzlich sagt man, bei jedem Heizsystem hat eine Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren. Dann sollte es eigentlich im Portemonnaie abgeschrieben sein oder wieder ein bisschen Geld auf der Bank. Aber 20 Jahre Stückholzfeuerung mag es ganz sicher haben. Eine Wärmepumpe, was sagt man dort, auch etwa 20 Jahre? Ja. 15 bis 20 Jahre. Das ist nicht gerade der Haufen, wenn man jetzt so viel Geld in die Finger nimmt. Ja. Das sind natürlich froh. Nein. Es kommt natürlich wirklich auch ein bisschen auf den Betrieb drauf ab. Das ist sicher etwas, wo der Charlie Feutzner noch etwas dazu kann sagen, gerade was die Holzfeuerung anbelangt. Das, was der Ofen sieht für Material, wie das dort geführt wird und wie das dazu geschaut wird, das hat der Herr erheblichen Anteil auf die Lebensdauer. Und bei Wärmepumpe ist es auch ein ähnliches System. Eben, je höher das die muss verdichten, je mehr das die ein- und ausschaltet, je weniger gut das die Regulierung ist hinten dran, je weniger lang lebt sie, weil dort geht die Lebensdauer über einen Kompressor. Und wenn die Gänge auch hoch muss fahren, das ist auch bei dem Auto so, wenn die Gänge hochtourig muss fahren, lebt es wahrscheinlich auch nicht gleich lang. Also dort sind ganz verschiedene Faktoren, die dort rein spielen auf die Lebensdauer von so einer Anlage. Gut, danke vielmals. Gibt es noch eine Frage? Bei uns innen ist jetzt auch fast ein bisschen offen. Wir machen dann langsam Feuer oben. Gibt es von jemandem noch Fragen, der noch keine Frage gestellt hat? Ja, danke. Ungefähr, Unterschied Ölheizung, Pellet. Direkt jetzt eine Ölheizung für alle drei Häuschen, zentral. Ja. Das Warmwasser auch zentral. Ja, und jetzt würdet ihr wieder zentrale Pelletanlage machen. Und habt einen Öltank in einem separaten Raum. Ja. Und dieser Raum ist gerade neben der Heizung. Das ist kein Quiz, das ist ein Beratungsgespräch. Das ist gut. Nur weiter, das ist interessant. Da sind wir irgendwo zwischen 40.000 und 50.000 Franken, die das kostet, der Ersatz. Mit allem drum und dran, mit der Demontage vom Öltank, eben allenfalls eine Chemisanierung, die es braucht, mit der Installation, Elektriker, das ist sicher das Budget, das ihr noch müsst stecken. Und es würde ihm eine neue Ölheizung kosten? Ist noch nicht verpasst, eine neue reinzutun. Aber nicht so sinnvoll, ehrlich gesagt. Ja, genau. Sicher nicht teurer, sagen wir es mal so. Ja. Gut.
Genau. Es wäre günstiger, darum tun gewisse Leute immer noch Ölheizungen. Aber dort muss man wieder auf lange Sicht schauen, oder Betriebskosten anschauen, genau. Die jährlichen, also so eine Anlage, nicht nur schauen, was kostet mir jetzt der Ersatz, sondern was kostet mir der Betrieb auf 20 Jahre und nachher entscheiden, was ist das richtige System für euch. Seid ihr überzeugt? Ja, noch nicht ganz, aber wir finden noch. Das ist gut. Beim Apero geht es manchmal auch ringer. Ja. Ja, also ich denke, gerade wenn man euch beim Holz da wieder die Frage stellt nach der Produktion hier im Wald, ist natürlich schon wichtig, dass man euch beim Öl die Frage stellt, wie wird es produziert, wo kommt es her und so. Selbstverständlich nicht ein rein ökonomisches Kriterium, aber ich denke, das ist schon ein wichtiger Punkt. Das war noch ein moralischer Stupf, gell? Gut. Ja, die müssen noch Elektrolastwagen nehmen, um das alles zu transportieren. Das ist alles gut. Also, letzte Frage von euch. Was ihr noch eine Quizfrage stellen? Freut. Der Ausdruck Quiz Freud. Was ist der andere Hinweis noch wegen dem Energiegesetz? Bekanntlich ist ja der Schellwagen nicht mehr verpflichtet, hat aber mehr Angebote, die man dann kontrollieren kann. Also es ist ja so, dass wir seit dem 1. Januar 2021 im Kanton Bern kein Monopol mehr haben als Chemiefäger. Und mit dem Wegfall von diesem Monopol ist die Verantwortung zum Eigentümer gegangen, dass er seine Heizung oder seine Führungsanlage mindestens ein Mal im Jahr durch einen konzessionierten Betrieb, wo ihr der GVB nachschauen könnt, was das alles sind. Es sind im Moment bei 47 Betrieben im Kanton Bern, die Anlage zu prüfen und zu kontrollieren. Und die Gebäudeversicherung wird bei einem Schadenfall, wenn ihr es nicht nachweisen könnt, ziemlich sicher einen Regress nehmen auf euch, dass ihr einen Teil von diesem Schaden selber zahlen müsst, wenn ihr es nicht habt putzen. Gut. Als wir jetzt verpflichtet sind, uns bei euch zu melden, das ist nicht mehr. Wenn wir natürlich der damalige Chemiefäger, den wir hatten, nach das so ein Infoblättchen schickt oder sagt, das wäre dann eine Summe nachher, dann ist das sicher eine gute Sache. Ich persönlich mache es so bei diesen Kunden, dass sie mich wirklich einfach regelmässig melden und dann können sie entscheiden, ob sie die Dienstleistung möchten oder nicht. Gut, danke. Ganz kurz. Ja, aber wirklich kurz. Energiegesetz, das wir abgelehnt haben, wegen Ölheizung, es gibt ein neues, überarbeitetes. Ich kann noch einen Aufruf machen, Güten auseinandersetzen, das ist sehr positiv, wie es jetzt kommt, und Geld abstimmen. Also gut. Jetzt, das tun wir den Herrn Still nicht mehr fragen, zum Energiegesetz. Also. Sowieso informieren, was es alles gibt, Alternativen zu Öl, Gas und Elektro. Irgendwann müssen wir alle. Danke vielmals, dass ihr da seid im Saal. Danke allen, die sie daheim waren und ausgeharrt haben. Ich danke dieser Runde ganz herzlich, wünsche viel Energie beim Weiterarbeiten. Die im Saal, die jetzt eine Frage nicht können stellen konnten, beim Apéro könnt ihr euch einfach einen von diesen Herren schnappen und die Frage noch stellen. Die daheim, ich habe noch Fragen, wo wir jetzt, es geht um eine Pyrolyse offen, da weiß ich gar nicht, was es ist, da tut der Charlie Feutz noch schriftlich beantworten. Alle Fragen, die wir reinbekommen haben, werden schriftlich euch beantwortet. Also, danke herzlich. Jetzt ist die Sommerpause, es gibt gar keine Energie- und Klimatalks. Der nächste gibt es im September, am 20. September zu Bern. Da geht es um nachhaltiges Bauen. Und wie immer, die schon da länger dabei sind, alle Links zu den Referaten und zu den Kurzfilmen bekommen ihr die nächsten Tage per Mail. Jetzt habe ich, glaube ich, genug gesagt. Wir haben nur noch heiß. Ich wünsche einen schönen Abend, einen schönen Sommer und auf Wiedersehen miteinander. Danke vielmals.